Willkommen zurück zu Let's Play Forward to the Past. Und ihr seht schon, ich bin nochmal hier in der Hauptstadt und hab dem Typen jetzt hier seine, 30 Seile gebracht. Und dafür habe ich jetzt ein bisschen Geld bekommen. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir gleich zur anderen Quest. Da wird doch irgendjemand 30 Coins haben, oder? Das machen wir auch noch gleich. Ich bin hier nochmal im, Lost Woods Teil, also diesem Dickicht-Gedöns. Weil ich nochmal gucken wollte, was jetzt mit dieser Quest ist. Und jetzt gab es hier eigentlich gerade ein Secret. Genau, hier drüben war das. Und zwar ein Eingang. Und hier ist nochmal einer von den Treasure Keys. Oh, und ich habe auch sogar jetzt einen neuen Schlüssel bekommen. Geil. Ah, okay, jetzt ist der Typ plötzlich da. Das ist aber ein bisschen buggy, weil als ich reingegangen bin, ist er nicht gekommen. Das ist ja blöd. Okay, jetzt ergibt es auch Sinn. Hallo! Du hast unser Kind gefunden, oder unser Kind. Danke dir. Gib mir das hier, oder lass mir das hier geben. Oh, okay, er hat ein Herzteil gegeben. Ja, geil. Nice, nice, nice. Also im Grunde war es schon ein Herzteil. Episch. Gut, wegen der Quest, da gab es nichts mehr. Aber dann, also wegen dieser mit den 30 Rubinen, habe ich irgendwie mich falsch erinnert. Da geht es jetzt weiter in den Bergen. Ich würde sagen, da sehen wir uns gleich wieder. So, wir sind hier jetzt beim Berg Necrosis. Ich bin mal gespannt, was wir jetzt hier machen können. Und ob hier etwas krass verändert wurde in diesem Gebiet. Wie gesagt, der Strathgun Forest war doch sehr ähnlich, würde ich sagen. Okay, da sieht ja schon mal ganz hübsch aus. Okay, ja, das sind hier die Berge. Hier gab es auch einiges an Action. Ich meine nämlich, es gab eben den Dungeon, aber davor auch noch so eine Vorbereitung quasi. Und wir haben es mit neuen Feuergegnern zu tun. Gefährlich. Jetzt geht drauf, Mann. Ihr blöden Nazis. So, hier gibt es wahrscheinlich auch wieder einige versteckte Key Shards, denke ich mal. Na gut. Ich nehme mit, was ich kriegen kann. Habe ich jetzt eigentlich. Okay, ich habe noch 30 Münzen. Ich finde es krass, dass ich so wenig Geld habe. Ich frage mich, wo ich das so krass herbekommen soll. Weil ich muss ja schon immer 20 Münzen für die Teleportpunkte ausgeben, was relativ viel ist, finde ich. Gut, ich kann halt ein bisschen Zeug verkaufen. Aber das bringt jetzt auch nicht ultra viel, ne? Aber vielleicht im nächsten Shop hier in den Bergen möchte ich mich da vielleicht mal dran machen und ein paar Sachen verkaufen. Dass wir ein bisschen mehr Stuff haben oder ein bisschen mehr Geld. Wäre schon nicht schlecht. Ich meine, wir brauchen es aktuell noch nicht so krass. Scheiße. Denn im Grunde, ja, bisher haben wir uns ein bisschen Lampenöl. Das war halt wichtig, dass wir uns das gekauft haben. Aber das war es halt eigentlich auch schon. Genau, die... Oh, hier ist schon ein Keyshard, sehr gut. Ich finde es übrigens auch ein bisschen blöd, dass in dem Questlog und so, da steht auch zum Beispiel irgendwie drin, Quest not available in this version. Und finde ich irgendwie unnötig, dass er das dann mal reingeschrieben hat, oder? Also, wenn die Quest halt nicht available ist in dieser Version, dann schreibt sie halt nicht in den Questlog rein. Dann kriegt man irgendwie direkt das Gefühl, okay, das ist irgendwie unvollständig. Ich meine, ist es ja auch, ist ja auch klar. Aber zum Beispiel bei Zelda Adventure, das haben die auch nicht gemacht. Die haben ja auch nicht hingeschrieben, hier Quest nicht erreichbar oder Item nicht erreichbar in dieser Version. Ich meine, das ist ja auch irgendwie komisch, finde ich zumindest. Genau, das ist mir halt nur so aufgefallen. Okay, also die Berge sind wirklich auch genauso groß wie in den letzten Versionen. Da gibt es wirklich viel zu entdecken. Da sind Lava-Felder, also müssen aufpassen. Okay, der will nichts. Ja, im Grunde bringt es mir eigentlich gar nicht viel, die Gegner zu töten. Das bringt mir halt ein bisschen Geld ein, aber auch nicht ultra viel. Deswegen sollte man die, glaube ich, eh größtenteils skippen. Weil in Dungeons gibt es eh genug Gegner, so. Und von daher, ja, weiß ich nicht. Also es lohnt sich halt eigentlich echt nicht so krass, die zu besiegen, finde ich. Aber man kriegt halt echt nicht so viel davon. Klar, manchmal muss man sie besiegen, das ist logisch. Okay, darfst du. Aber wenn das nicht unbedingt muss, so... Boah, es ist echt riesig, oder? Ich frage mich jetzt, ob es dann halt weitergeht. Aber ich würde eigentlich zuerst, wahrscheinlich gibt es wieder irgendwo eine Stadt oder sowas. Würde ich zuerst mal dahin gehen eigentlich gerne, ne? So vom groben Design ist das echt geil, ne? Also... Diese riesigen Schluchten und so, das ist schon ziemlich, ziemlich cool gemacht. Nur halt die Details fehlen. Nach wie vor.
Okay, was seid ihr für Typen hier? Pass auf! Okay, die sagen mal wieder genau das gleiche wie alle anderen Leute auch. Gibt's hier irgendwie noch einen Keyshard? Ja, gibt es. Sehr nice. Bin mal gespannt, was so diese Keyshard Dungeons dann drauf haben. Ich hab zu tun, Mann. Aha, hier rumsteht, oder was? Na gut, wenn du meinst. Na, 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 na. Okay, das hier ist unser kleines Bergdörfchen. Ja, es bringt im Grunde gar nichts, die Leute anzureden. Deswegen lasse ich das jetzt, glaube ich, auch einfach. Weil die wichtigen Leute, das sind halt die Quest-Leute. Die hat er ja markiert. Der Rest ist ja irgendwie nicht relevant. So, gibt's hier noch einen Keyshard? Das sieht so ein bisschen so aus. Ja, guck, die sagen halt wirklich alle das Gleiche. Okay, hier hätten wir zum Beispiel schon eine Quest. Hallo Wanderer, hast du einen Moment für mich? Oh, er braucht Federn. 40 sollten reichen. Und er gibt uns mehr dafür. Okay, ich glaube, wir können sogar schon direkt abbringen. Oh, you don't have. Okay, ich habe noch keine 40 Federn. Wie viel habe ich denn? 39, ach komm. Ist jetzt nicht euer Ernst. Was für eine Scheiße, Alter. Mann. Ist doch so ein Kack. Dann würde ich sagen, genau, mache ich mal. Ja, 18 meinetwegen. Und das zähl ich dann mal. Jo, perfekt. Danke dir. Das war's schon. Also, es hat mir jetzt nicht sonderlich viel gegeben, aber 8 Münzen sind 8 Münzen, ne? Haben oder nicht haben. Oh Mann, und diese eine Feder, ey, so ein Scheiß. Jetzt hat mir jetzt eine scheiß Feder fehlen. Das ist doch wieder typisch, oder? Okay, ich bin jetzt nochmal auf die andere Seite gegangen. Vielleicht geht's da hier anscheinend doch weiter. Ich dachte halt, dass es in dieser Stadt vielleicht auch irgendwie so einen Häuptling gibt oder sowas. Keine Ahnung. Zombie! Zombie, den müssen wir töten. Der gibt uns nämlich unsere letzten Federn. Oder auch nicht. Oder nichts droppt. Danke. Arsch. Okay, schauen wir mal, ob es da oben vielleicht was gibt. Also ich habe in der Stadt zumindest nichts gesehen. Kann natürlich sein, dass ich genau das Haus von dem Typen dann nicht gesehen habe, aber weiß ich nicht. Wir haben noch keinen Warp-Punkt. Das könnte ich jetzt auch langsam gebrauchen. Schauen wir mal, wo es den hier gibt. Okay, hier ist erstmal eine fette Höhle. Was gibt's denn hier? Ah, okay, jetzt kommen wir in so einen einzelnen Raum mit irgendwie einem Stuhl oder zwei Stühlen, besser gesagt. Okay, da ist aber nichts weiter. Ich dachte, jetzt gibt es vielleicht irgendwie eine Notiz oder so, aber nö. Dafür können wir hier hin und die Fackel entzünden. Ah, okay, dann sprengt uns halt was auf. Cool. Und hier enthüllt sich jetzt was anderes für uns. Oh, eine geheime Höhle oder was? Junge. Erstmal Feuerfledermäuse, das sind immer sehr ekelhafte Gegner. Oh. Okay, ich kann hier einfach in der Luft laufen, das ist ja auch mal spannend. Na. Gut, dass ich das probiert habe. Kann ich hier überall laufen, oder was? Scheinbar. Das ist weird, weil es gab noch eigentlich kein Anzeichen dafür. So, Zombie machen wir down, Skelettentypen müssen wir nicht unbedingt töten. Oh ja, zwei Federn, sehr gut. Das heißt, ich könnte jetzt die Quest schon abschließen. Das wäre doch was, ne? Oh, okay, das zu. Jetzt die Frage, kann ich da theoretisch schon hin oder muss ich halt erst mit irgendeinem Typen labern, dass das aufgeht? Das weiß ich jetzt halt nicht. Also, zuerst mal zurück zu unserem Freund hier. Ja, hallo, ich hab das. Genau, super, ne? Bring die Feather Quest complete. Immerhin etwas. Ich bin schon wieder komplett lost heute. Das ist bestimmt der Typ, oder? Ja, Chef. Hallo Wanderer, was bringst du uns denn so cooles? Oder was bringt dich hierher? Ja, ich suche nach so einem verzauberten, Kobaltstein. Naja, ist schon ziemlich lange her, nachdem da irgendjemand gefragt hat. Wozu brauchst du es denn? Hier, lass mich dir dieses Amulett zeigen. Ah ja, okay, ich check's. Gut, das Ding ist irgendwo tief im Vulkan drin. Ja, aber die Hitze in Necrosis ist aktuell zu krass, dass wir irgendwie damit klarkommen würden. Und auch für dich. Also, wenn du eine von unseren Signature-Tunics hättest, dann wäre es halt gar kein Problem für dich. Aber sonst ist es echt schwierig so. Gib dir mal eine. Was? Nein, für so einen Penner noch nicht. Was glaubst du denn? Nein. So einfach geben wir dir gar nichts, ist das klar? Wenn du es wirklich haben willst, dann na, musst du auf diesem Berg dich noch umschauen. Geh am besten dahin, wo du gerade schon mal warst. Also einfach den ganzen Weg nochmal zurücklaufen. Macht doch nichts, oder? Viel Spaß!
Ja, Wichser, ey. Gibt's doch gar nicht. Aber es ist halt echt so dumm, ich muss den ganzen Weg jetzt schon wieder laufen. Ah, ich laufe so viel, es ist wirklich so ein Laufsimulator hier einfach. Bis gleich. Na gut, das Ding ist, ich kann gar nicht prüfen, ob das jetzt offen ist oder nicht, weil die Tür sowieso offen war, als ich reloaded habe damals. Also von daher, keine Ahnung. Ich mach das aber jetzt einfach. Ich wüsste jetzt nicht, wo ich sonst hin soll. Außer diese Typen hier töten. Also merken wir uns, man darf nicht reloaden. Und das, oh, ist ein Raubschleim. Der ist ja fies. Was soll ich machen gegen den? Let's stun. Kann man gar nicht stunnen, irgendwie. Ah, irgendwie drauf bashen einfach, ja. Bisschen in die Ecke drängen den Typen, da kann er mich nicht mehr blocken. Kratz doch jetzt mal ab. Geil. Ah, cooler Gegner. So, oh, da vorne gibt's die Tunik. Sehr gut. Dann gib da mal her den Schmarrn da. Receive. Ja, das ist ganz cool, ne? Weil jetzt sind man hier quasi, also da vorne war diese Brücke und da ist quasi die Kellnerwüste. Und das fand ich echt cool, wie er die Gebiete verbunden hat. Das ist echt nice. Ah, okay, und jetzt gibt's hier quasi einen Shortcut. Na, immerhin. Wenigstens das. Okay, 20 Punkte. Ah, okay, das ist hier der Teleportpunkt. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay. Ja, ich sehe, dass du schon mal zurückgekommen bist. Das heißt, du hast die Hitze vom Vulkan überlebt. Der Eingang zum anderen Ding ist direkt hinter meinem Haus. Viel Glück. Ah, okay, das heißt, wir können jetzt wahrscheinlich, hier lang gehen, diesen Gang. Oder? Was war da nochmal? War da zu? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber ich schätze mal, hier wird es jetzt weitergehen. Ja, genau. Doch, hier ging es weiter. Ich meine mich zu erinnern. Ich glaube, wir müssen oben lang, wenn ich das mir so anschaue. Okay, was bist du für ein Typ hier? Worker, was machst du hier? Ja, der Chef hat gemeint, dass ich hier für irgendwelche Materialien schauen soll. Hat er das? Naja, unglücklicherweise siehst du hier, dass ja, der Weg hier blockiert ist und so. Und was jetzt? Ja, also entweder wartest du halt, bis wir hier alles weggeräumt haben, oder du gehst halt nach unten und schaust mal, ob du ein paar Bomben findest. Ich öffne den Weg für dich. Chillig. Sehr gut, genau. Da unten, das ist jetzt, glaube ich, der erste Tempel oder Mini-Tempel, irgendwie so. Ah, okay, jetzt kommen wir hier rein. Das ist wohl der Bereich. Oh, ich darf nicht raus. Das ist immer fies. Und hier sind wir jetzt im Höhlenheiligtum. So, jetzt aber hier. Kann ja nicht wahr sein. Also, ich schaue mal, kommen wir da drüben schon weiter. Es gibt ein paar Wege. Ich würde sagen, wir schauen uns alle nacheinander mal an. So, was gibt's hier? Zombies, na gut. Den werden wir fertig. Gibt's da oben einen Weg? Da gibt's auch irgendeine Ranke, aber da komme ich noch nicht hoch. Ich würde sagen, wir jumpen dann hier erstmal entlang. So, gar nicht so ganz einfach. Boah. Aber gut, ich meine, dass es nicht leichter wird, das war zu erwarten. Denn das hier ist ja auch jetzt quasi der dritte Dungeon. Also, ja, schon etwas fortgeschrittener, sage ich mal. Da wäre es ja auch langweilig, wenn es plötzlich leichter werden würde, ne? Okay, jetzt gibt es wieder das alte Spielchen, was wir auch schon aus dem letzten Dungeon kennen, mit Fackeln anzünden. So, Nummer 2. Nummer 3. Und Nummer 4. Und, okay, irgendwo öffnet sich ein Weg. Wo auch immer das ist. Achso, einfach direkt hier. Lol. Okay, dann umso besser, dann muss ich gar nicht krass suchen. Jetzt kommen wir hier in so eine Erdhöhle. Und natürlich gibt es wieder Feuerfledermäuse. Das war ja klar. Ich sehe gerade sehr wenig. Aber für euch reicht's hoffentlich. Press for Platforms. Okay. Heißt? Boah, was? Okay, das ist krass. Bam. Das ist ein langsamer Rhythmus. Das ist so komisch. Aber. Bam. Bam. Boah, das ist ja sauschwer. Scheiße, ey. WTF. Natürlich respawnen die Wichser jedes Mal wieder. Das ist ja klar. Ta 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 ta. Und geschafft. Boah. Ja, so ein bisschen triolisch denken, dann geht's eigentlich. Aber ist schon schwierig.
Und es ist wirklich fies, finde ich, dass die blöden Fledermäuse jedes Mal respawnen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass du hier stirbst, ist schon relativ hoch. Alter. Ist schon gemein. Kann man so sagen. Ich glaube, das ist hundertprozentig ein Fehler, dass die Türe da offen ist. Aber ich nutze es jetzt natürlich nicht aus, auch wenn ich da End abkürzen könnte. Wahrscheinlich. Also, ich bin ziemlich sicher, dass die Türe eigentlich zu sein müsste. Weil letztes Mal, genau, man hat es ja auch schon gesehen, da waren diese vier Lichter. Und ich glaube, die musste man alle irgendwie anzünden und dann ist die Türe aufgegangen. Kann natürlich sein, dass jetzt auch irgendwo anders Türen offen sind, die eigentlich zu sein müssten, aber das kann ich dann halt echt nicht verhindern irgendwie. Ja, ich hoffe einfach mal, dass das sonst alles passt. Weiß es aber natürlich echt nicht. Okay, oh ja, genau, das ist jetzt übertrieben hier, vor allem mit den blöden Feuerfledermäusen. Die müssen alle weg. Aber man kann anscheinend langlaufen. Aber nur auf dem Weg, okay. Ich dachte, das wäre am Anfang ein Jump'n'Run, weil das wäre echt schwierig gewesen, weil es auch echt lang ist, wie es aussieht. Aber man kann einfach drüber laufen. Dann ist ja chillig. Und dann sind wir auch durch mit dieser Aufgabe. Geil. Das sieht nach einem Kampf aus. Okay, das ist aber ein bisschen viele, oder? Für meinen Geschmack. Boah. Okay, jetzt sind schon die nächsten gespawnt. Alter, das sind jetzt echt ein bisschen viele. Boah, also die erste Etappe ging eigentlich ganz gut, fand ich. Die war nicht so schwierig, weil da auch keine Spinnen waren. Ich finde, die Spinnen sind echt immer gar nicht so zu unterschätzen. Weil die, Scheiße. Alter, die machen so viel Schaden, die Viecher. Junge. Weil die Spinnen pushen einen immer so blöd nach vorne. Also die pushen immer die anderen Gegner so blöd nach vorne. Aber die ziehen auch ein ganzes Herz ab, die Gegner. Also das ist wirklich viel. Ja, okay, aber letztes Mal war auch irgendwas buggy, glaube ich. Weil jetzt nur die Spinnenreiter gespawnt. Und letztes Mal sind ja irgendwie 1000 andere auch noch mitgespawnt. Die jetzt irgendwie davor schon kamen. Also irgendwie war da auch irgendwas nicht ganz richtig, glaube ich. Okay, jetzt hat die sich auch schon ein bisschen gemacht. Alter, dieser Bogenschütze. Wie soll ich den besiegen, wenn er so viel Schaden macht? Das ist ja komplett fies. Alter. Okay, was gibt's hier? Bomben? Nö. Aber einen großen Key. Ah ja, okay. Mit dem Schlüssel kommen wir jetzt hier weiter. Das ist der letzte Weg, den es noch gibt. Super. Dann haben wir alles richtig gemacht. Super. Richtig intuitiv so. Oh, und das war eine richtige Scheiße. Das weiß ich noch. Das war extrem schwierig. Hier musste man nämlich mit dem Minecart, was da jetzt leider scheint, ja, fahren und... Das war echt schwierig. Da muss man natürlich mit dem Boomerang irgendwie so diese Schalter dann aktivieren. Ja, ja, da sind sie nämlich schon. Genau, ihr seht schon. Also da hat man die Weichen und wir müssen halt mit dem Boomerang den Schalter treffen. Und ja. Jetzt habe ich verkackt. Und das ist echt sau schwer. Weil das Ding nämlich echt schnell fährt. Okay, ersten Schalter haben wir. Sehr gut. Aber ich glaube, er hat es ein bisschen leichter gemacht, oder? Letztes Mal war das doch schneller. Meine ich. Das wäre fair, weil das war letztes Mal wirklich sehr schwierig. Obwohl, ist glaube ich genau das gleiche. Alter, was soll man denn da rausgehen, bitte? Das ging ja gar nicht. So, die Schalter bleiben aber aktiviert. Das ist ja schon mal gut zu wissen. Ups. Okay, ich kann hier anscheinend doch laufen. Ja, da müsste er sicherstellen, dass man das natürlich nicht kann. Aber wenn man das jetzt hier schon kann, dann nutze ich das natürlich. Ich werde mich jetzt aber umbringen. Weil das, dann ist nicht ganz lame. Aber, sage ich jetzt nicht nein, ne? Wenn er mir das schon so anbietet. Dann muss er das besser fixen. Weil dieser Schalter ist echt scheiße schwierig zu treffen. Da muss man, ich weiß auch gar nicht genau, wann man den Boomerang da werfen soll. Also das ist echt sehr schwer. Aber jetzt haben wir es ja. Mehr oder weniger. Okay, da ist der nächste. Boah. Ja, direkt getroffen. Sehr gut. Ist aber auch echt schwierig. Boah, der nächste direkt vor uns. Alter, ist das gemein. Muss ja richtig schnell sein. Okay, der nächste sieht wieder sehr fies aus. Jetzt werfen, würde ich sagen. Aber ich habe ein bisschen zu tief getroffen. Ich steig nochmal aus. Ah, jetzt bin ich gestorben. Ich glaube, es ist, wenn ich das Minecraft kaputt mache, dann sterbe ich. Und wenn ich nur aussteige, dann sterbe ich nicht. So, ich nehme jetzt schon mal ins Visier und jetzt werfe ich. Ja, getroffen. Sehr gut. Der war auch fies, weil er so weit weg war, der Schalter. Aber ich glaube, jetzt haben wir es geschafft. Das wäre nice. Oh nein, es geht noch weiter. Scheiße. Da war ich jetzt nicht drauf vorbereitet. Kacke. Bullshit. Mann. Hä, was jetzt? Ja. So, eigentlich ist der Schalter nicht so arg schwierig. Ja, das habe ich auch hinbekommen. Ich war halt echt nicht darauf vorbereitet. Ich dachte halt echt, dass da Schluss ist. Es sah halt so übel so aus.
Das ist cool. Jetzt kommt man hier nochmal raus. Schick, schick. Sehr geil. Jo, gibt's nochmal einen Schalter oder war es das? Ne, es gibt noch einen. Boah. Man muss echt auf Zack sein hier. Okay, das war's. Cool. Echt eine coole Sache. Hat Spaß gemacht. Ich habe das Gefühl, es war... Ich weiß nicht, ob es wirklich leichter gemacht wurde oder nicht. Aber ich glaube, ich habe einfach Glück gehabt, dass ich diesen einen sehr schweren Schalter am Anfang irgendwie skippen konnte. Ansonsten fand ich es nicht zu schwierig oder nicht zu leicht. Ich fand nur, dass die Strecke vielleicht ein bisschen zu lang war, weil wenn man nur gestorben ist, muss man schon sehr lange fahren. Also vielleicht hätte man es irgendwie in kleinere Abschnitte unterteilen können oder so. Fledermäuse und Spinnen. Boah, ist auch eine blöde Kombi. Sehr gut. Ja, komm! Ey, das ist so fies. Die Gegner spawnen direkt in dir drinne. Was soll ich denn da machen? Das ist schon ein bisschen unfair, oder? Also man kann auch die Gegner zumindest irgendwo nicht in einen drinnen spawnen lassen. Wenn man so ein bisschen nach hinten in die Ecke drängt, ja, ja, dann kann das nichts. Boah, das war ein schwieriger Fight. Was gibt's denn jetzt hier? Das Dungeon-Item hoffe ich doch mal. Und? Jawohl. 20 Bomben können wir mit der Bombentasche halten. Das ist doch mal eine Ansage. Wunderbar. Okay, sehr gut. Ja, Guys, ich würde aber sagen, wir machen an der Stelle nochmal einen kleinen Cut und in der nächsten Folge werden wir diesen Tempel hier zu Ende erkunden und vielleicht sogar schon den nächsten. Also wie gesagt, es gibt auf jeden Fall noch so einen anderen, meinte ich oder meine ich, weiß ich nicht. Mit den Bomben kommen wir jetzt an einigen Stellen weiter. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und dann bis zur nächsten Folge. Haut rein!